Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch die trockenen, sonnenverbrannten Landschaften von Komodo, einer der vielen Inseln Indonesiens. Ein leiser Wind weht über das von Büschen und Gräsern durchzogene Gelände. Der Geruch von Salzwasser und trockenem Gras liegt in der Luft. Plötzlich spüren Sie, wie die Haare auf Ihren Armen sich aufstellen. Ein unheimliches Gefühl, als ob Sie beobachtet werden. Sie drehen sich um und da ist es, aus dem Dickicht auftauchend, ein riesiger, schuppiger Körper, der sich auf kraftvollen Beinen nähert. Ein Komodowaran. In dieser Folge bei So überlebst du. Grausamer Angriff eines Komodowaran.